Hallo und willkommen zu deinem Fahrplan. Jetzt im Oktober und den Überblick gebe ich dir jetzt. Und alles, was du wissen musst, ist von Bedeutung und pass genau auf. Wir fangen an mit einem sehr schönen Aspekt zwischen Jupiter und Merkur. So beginnt jetzt die neue Woche, nämlich ab morgen, ab dem 4.10. haben wir dieses wunderbare Trigon, was zum Beispiel auch ein sehr guter Reisestart ist, trotz des rückläufigen Merkurs. Die Bescheinung ist sehr, sehr, sehr gut, dieser zwei Planeten zusammen. Das verspricht jetzt auch eine gewisse, ja, Erfolgsorientiertheit oder ähnliches im beruflichen Bereich. Aber wir haben natürlich hier überhaupt ganz positive, gute Gespräche, die wir zu erwarten haben und die doch recht positiv sind. So, dann geht es auch schon weiter in den, mit den nächsten wichtigen Aspekten. Die kommen dann zum Ende der Woche und da haben wir nämlich dann am Freitag, den 8., eine Konjunktion aus Sonne, Mars und Merkur. Und da kann es eben sein, dass man wirklich ein bisschen stressig reagiert, ja, in vielen Punkten, ja. Vielleicht ein bisschen eigensinnig ist, ein bisschen vorprescht zueinander. Aber es ist ein super Sporttag, das ist mal das eine. Und wenn wir sehr in unserer Mitte drin sind, Leute, dann haben wir hier wirklich einen ganz kräftigenden Aspekt mit dabei. Und das ist schon sehr, sehr, sehr positiv. Wir haben auch immer noch ein weites Trigon vom Jupiter, wo wir den Orbis in jedem Falle mitnehmen können, mit dabei. Also das sieht in diesem Falle wirklich ganz gut aus, ja. Wir werden natürlich vielleicht auch ein bisschen nachdenklich sein, können aber an diesem Tag mit dem Mars, Merkur, Sonne, mit diesem Stellium zusammen, doch sehr gut die Gedanken lenken und forcieren. Also zum Manifestieren ist es ein super Tag, wir können die Kraft also positiv nutzen, ja. Allerdings muss man auch sagen, so viel Power und Begeisterung dieser Aspekt natürlich auch inne hat, so sehr ist es auch da, dass man ja den eigenen Blickwinkel nur sieht und zu starke Scheuklappen auf hat. Also macht euch wirklich offen und bereit, ne? Wir haben dann am Samstag, den 9.10., haben wir Venus-Mondknoten in der Opposition stehen oder eben genau auf der Mondknotenlinie. Das ist so ein Tag, da macht man sich bei anderen weniger beliebt. Es ist einfach so. Das ist kein grundsätzlich schlechter Aspekt, wie ich sagen würde. Aber ja, man gibt zu sehr seinen Gusto da rein, seinen eigenen Geschmack ein bisschen, ja. Und kann da so, ja, mit der einen oder anderen Sache einfach bei dem einen oder anderen anecken, ja. So, dann haben wir am 10.10., das ist dann der Sonntag, und da haben wir Merkur Konjunktion Mars, ganz exakt hier oben nach wie vor immer noch auf der Sonne obendrauf, ja. Und hier kann man eben voreilig sein, sehr eigensinnig, sehr stark, kann auch ein bisschen manchmal Streit provozieren. Nur wenn einem was ganz zentral wichtig ist oder am Herzen eben liegt, ja, dann kann es sich sehr, sehr, sehr gut zeigen, dieser Aspekt, ja. Wir haben hier dennoch aber immer die Gefahr dabei, dass wir andere verletzen und so Pfeilspitzchen schießen. Und das müssen wir uns an dem Tag wirklich merken, dass wir das nicht tun. So, dann wird es aber immer schöner, weil ich glaube, dass sich die Liebe nämlich sehr gut zeigen wird im Verlauf von diesem Monat. Und da haben wir jetzt eben Venus und Saturn in einem ganz exakten Aspekt hier stehen. Das Ganze ab dem 13. Und hier geht es um die Stabilisierung von Beziehungen. Also wirklich auch den gewissen Ernst in die Partnerschaften hineinzubringen. Und es ist ein sehr, sehr, sehr guter Termin natürlich, um hier über Partnerschaften zu sprechen und vor allem die Ernsthaftigkeit auch zu bekunden, die dahinter steht. Ja, man sollte wirklich Kontakte pflegen, Dinge, die einem wertvoll sind, also Kontakte, die einem wertvoll sind, an diesem Tag vielleicht auch nochmal beleben, denn das sind einfach dann Kontakte oder Menschen in diesem Fall, die uns sehr, sehr, sehr lange begleiten werden. Dann haben wir
am 15. auch wieder einen ganz optimistischen, positiven Aspekt, nämlich hier Sonne und Jupiter zusammen. Und das sind Heilungsmaßnahmen. Das heißt, wir können hier wirklich die Wogen auch glätten, wenn wir mit jemandem im Stress oder im Streit sind. Das ist ein ganz neuer Horizont, der aufzieht, ja. Und übrigens auch ein super Tag, wenn ihr behördlich oder mit Banken was zu erledigen habt. Dann kann ich euch nur empfehlen, sucht euch den 15. Oktober aus. Das ist also der perfekte Tag, ja. Also wichtige Projekte kann man unglaublich gut nach vorne bringen, ja. Wir haben gleichzeitig den Merkur und die Venus. Da baut sich hier das Sextil auf. Man sieht es hier noch ganz leicht in der Linie. Es baut sich aber ab dem Tag auf. Und das ist auch wieder, das sind die Herzensgespräche, das sind die Liebesgespräche, die kommen, ja. Das heißt auch, hier ist wieder ein Tag, wo es in deiner Partnerschaft einfach ungemein gut weitergehen kann und auch wird, ja. So, dann gehen wir mal zwei Tage weiter, wieder auf den Sonntag, nämlich den 17. Und hier sind Machtkonflikte möglich, weil wir haben Pluto im Quadrat auf Sonne und Mars hier stehen. Und hier müssen wir uns zurückhalten. Es geht jetzt nicht darum, wer hat die Hand oben, wer hat das Heft in der Hand, ja. Das sind Machtkonflikte, die hier kommen können, die hier aufkeimen können. Gerade ab diesem Tag, die doch ja, eine ganz gewisse Schwierigkeit einfach bieten. Das Gute ist aber, dass wir eben Venus und Merkur immer noch sehr stabil in dem Sextil hier drin haben und das auch so bleiben wird. Und somit kann man mit einem blauen Auge davon kommen. Aber wenn ihr so das Gefühl habt, Mensch, ich muss jetzt mich hier durchsetzen und so, ja, man nimmt jetzt sozusagen das Schwert in die Hand. An diesem Tag würde ich mich eher ein bisschen zurückhalten, einmal runterstucken, einen Tag abwarten, dann sind die Konstellationen nämlich schon wieder entspannter. Denn vor allen Dingen ab dem 18. wird dann der Merkur auch wieder direktläufig und ab dem 19. baut sich ein Mars-Trigon-Jupiter auf. Das sehen wir hier und auch nochmal mit der Sonne dabei. Also das ist Tatkraft pur. Das ist der Weg ins aktive Glück hinein. Ja, das ist das große Anpacken, was hier ansteht. Ja, und gleichzeitig haben wir auch noch eine schöne Mond-Venus-Bescheinung an diesem Tag drauf, das ebenfalls sagt, hier kann wirklich intensives, partnerschaftliches Glück entstehen und vor allen Dingen kriegen wir wirklich genau die Power, die positive Power, um hier voranzuschreiten, ja. Das ist der erste Impact. Der zweite wichtige Tag ist hier der 22. Und da haben wir natürlich wieder Pluto-Mars-Quadrat. Und hier muss man auch wieder Streit vermeiden. Das ist ein Tag, der uns so ein bisschen etwas hochholen lässt, was vielleicht auch lange vergessen ist, was lange unterm Deckel gehalten worden ist. Und da sollten wir wirklich absolut aufpassen, dass wir das vermeiden, Leute. Ja? So, ich habe mir natürlich ein paar Notizen im Vorfeld gemacht, denn ich habe es mir ganz genau angeschaut und wirklich die wichtigen Daten für euch rausgesucht, ja. So, also hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht ganz so explodieren, ja. Wir haben aber immer wieder sehr gute Mondbescheinungen drauf, ja. Und jetzt baut sich hier was auf. Ihr habt es gerade eben schon wahrscheinlich gesehen, den dicken roten Strich hier hinten. Und das ist Neptun und Venus, ja. Neptun-Venus ist in zwischenmenschlichen Angelegenheiten nie ideal, weil man kann da wirklich angelogen werden, man kann einer Täuschung unterlaufen und aber auch dazu auf
gelegt sein, andere zu täuschen, sich vielleicht auch zu sehr anzupassen, sich zu sehr zurückzunehmen, was überhaupt auf keinem ehrlichen Fundament basiert. Und das ist dann auch immer eine ganz große Schwierigkeit. Ja? Wenn du allerdings kreativ-künstlerisch bist, ist es ein guter Tag, ein neues Potenzial zu entdecken und rauszuholen. Also passt mir an dem 27. wirklich auf. Das ist ein Tag, der einfach schwierig ist. Ich würde da auch keine Sachen versuchen, Täuschungen irgendjemand vorzuschicken oder mit einem Fake-Profil zu agieren. Es fliegt alles rau auf, weil Venus-Jupiter bringt es ans Tageslicht direkt einen Tag später. Mit Venus-Jupiter hier in der Verbindung und der bringt es raus. Und man kann diesen Tag, wenn wir diesen Venus-Neptun-Verbindung meiden, haben wir hier eine sehr schöne Konstellation, die uns sehr viel Freude bringt, die auch ein sehr gutes Treffen, eine Harmonie mit reinbringt in eure partnerschaftliche Linie und die eigentlich auch so bleiben soll. Ja? So, dann haben wir einen weiteren wichtigen Tag, das ist nämlich der 30. Und hier haben wir Saturn-Sonne im Quadrat stehen, ja, da kann man sehr pessimistisch sein, da kann man sehr schwach vom Selbstwert sein an diesem Tag, ja, da kann man auch überkritisch mit sich selbst sein, ja, aber im Grunde können wir auch das wieder sehr positiv nutzen. Also Saturn-Sonne-Aspekte sehe ich immer im Grunde sehr positiv, denn es ermuntert uns, wieder in eine Routine zu kommen, in eine Geradlinigkeit reinzukommen. Und weil der Überschwang, die rosarote Brille, das bringt uns ja alles nicht weiter. Und hier haben wir eben jetzt nochmal eine Konstellation zum Monatsausgang, die, finde ich, sehr, sehr, sehr gut wird. Vor allen Dingen werden alle wichtigen Planeten wieder direktläufig. Beginnend beim Merkur, wir haben Pluto, Saturn, Jupiter, die wieder direktläufig werden. Also wir kriegen eine schöne Dynamik in den November hinein. Und der Mars geht dann auch nochmal in den Skorpion. Das Ganze ebenfalls am 30.10. Und da kann es halt richtig heiß werden. Das ist so die heißeste Phase für Aktivitäten im horizontalen Bereich. Und da wünsche ich euch viel Freude mit. Mucho, mucho amor.